Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Maps. Wir zocken wieder mal First for Second, meine eigene Adventure Map. Und ich habe die geupdatet, seit ich das letzte Mal hier ein Video hochgeladen habe. Nämlich auf die 1.4 und danach sogar noch auf die 1.41. Und deshalb habe ich mir die jetzt neu runtergeladen. Und wir spielen jetzt diese Version und nicht mehr die alte. Ich habe sie nämlich ein bisschen vereinfacht. Und ja, des Weiteren habe ich Fraps mal auf, warte mal, warte, warte. Genau, auf 60 Frames per Second gestellt, weil auf 30 leckt es mir ein bisschen zu fest und ich habe den letzten Sprung mal wieder verkackt. Naja, dann kann ich ja gleich mal ein bisschen vorlesen. Die Platte ist für Loser wie dich gemacht. Loserplatte. Anleitung für Loser. Erstens auf die Platte stehen, zweitens Schalter betätigen, drittens über die Platte und zum Vorsprung. Zu dem da vorne meine ich damit übrigens. Story. In einem Raum aus grüner Wolle hat es viele Säulen. Sind die nur Dekorationen, das sollten sie etwas bedeuten. Du hast aber keine Zeit zum Überlegen, denn hinter dir hörst du wieder das Geräusch. Vor dir ist ein Vorsprung, aber du hast keine Ahnung, wie du da aufkommen könntest. Los, benutze deinen Kopf. Ah! Boom, mit dem Kopf dagegen. Was machen eigentlich die ganzen Schilder hier? Die haben hier nichts verloren. Weg damit. Weg, habe ich gesagt. Gut, ich bin aber kein Loser, deshalb benutze ich die Loser-Platte jetzt mal nicht. Ich kann meine eigenen Jump-Runs nämlich. Die Frage ist nur, ob ich sie auch kann, wenn ich nur 60 Frames pro Sekunde habe. Weil man hat ja, wenn man nicht aufnimmt, mehr Frames pro Sekunde. Und dann leckt das Ganze weniger, als wenn man aufnimmt. Ist ja irgendwie klar, weil man dann nichts aufnehmen muss. Und das bedeutet, dass es ein bisschen schwer ist für mich hier, gerade das zu machen. Ich habe ja einen Windows 7. Keine Ahnung, ob das gut für Minecraft ist. Die meisten Minecrafter haben ja einen Mac. Ich habe das nicht. Ich bin nicht der Fan von Mac. Auch wenn ich Apple-Fan bin. Naja, bin ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe ein iPhone. Ey, komm jetzt. Das ist nicht so schwer. Das ist noch ganz am Anfang hier. Das ist Kinderkacke. So, ist doch hier rauf. Wenn ich das jetzt verkacke, dann nehme ich die Loser-Platte. Dann bin ich nämlich Loser. Ach, ey. Okay, dann zeige ich euch halt mal, wie die funktioniert. Ihr stellt euch drauf und dann geht da hinten so ein Türchen auf. Wenn man jetzt den Schalter umlegt, dann wird da unten bei Redstone wird dann sowas wie eine Weiche umgestellt, dass das Strom jetzt nicht mehr dahin, da nach hinten fließt und das Ding aufmacht, sondern dass es das hier halt nach vorne lässt. So, ein Schalter. Betätige ihn vorsichtig. Der Boden ist aufgegangen. Und ich schalte mal wieder die Musik aus. Wieso ist die immer angeschaltet? Lasst euch hier auf diesen kleinen Vorsprung fallen, dann kriegt ihr einen Obsidian. Dann geht es hier weiter nach unten. Betätigt den Checkpoint-Schalter. Und man ist in einem großen Raum aus Sand. So. Ich hoffe, die Map hat dir bisher gefallen, denn nun wird es erst richtig schwer. Drücke den Knopf links hinter dir. Zuerst lese ich Fritz Kopf vor. Ich denke nicht, dass du das schaffst. Bleblem. Ich glaube, der Spinner hat recht. Ja, der Spinner. Wir haben hier drei Knöpfe, beziehungsweise zwei Knöpfe und einen Schalter. Der erste Knopf schaltet hier vorne das Jump Run an. Der zweite macht es wieder aus. Und der Schalter lässt es dauerhaft draußen. Ich kann es nämlich, deshalb mache ich erstmal das hier. Okay, die Piste sieht bei mir sowas von buggy. Das ist so, seit ich auch die Feinde downloadet habe. Aber ich kann es noch. Gut. Ja. Mit dem hier wird das Checkpoint hier aktiviert. Danach könnt ihr das auch wieder ausschalten. Übrigens gibt es so einen Bug, dass ihr hier einfach hochspringen könnt, wenn das noch nicht draußen ist. Auf den Knopf drücken, dann könnt ihr das hier überspringen. Das darf man eigentlich nicht machen. Aber man macht es ja trotzdem. Solche dummen Scheißregen gehen einem ja am Arsch vorbei. Hier müsste man eigentlich drüber rennen und dann
gehen hier so die Blöcke aus der Wand und schubsen einen runter. Muss man das hier nochmal machen. Kann man aber auch so überspringen. Dann hier dasselbe. So, jetzt ist sie draußen. Und das hier, das ist sackschwer. Das schafft ein normaler Mensch nicht. Naja, zumindest so gut wie nie. Ich benutze immer den Schalter, wenn ich das mache. Damit bleibt das Ding nämlich dauerhaft draußen. Und jetzt kommt schon der letzte Teil in diesem Räumchen. Ja. Auf der Minimap seht ihr, dass der Raum eigentlich gar nicht so groß ist. Ich zoome mal näher ran. Doch, der ist schon ziemlich ordentlich. Oh, nicht so viel Spoiler drum. Gut, wie kommen wir jetzt darüber? Jump! Nee. Schnell hüpfen. Übrigens, in dieser Version habe ich noch den Schalter da eingebaut. Den da. Den da. Mit dem bleibt nämlich der Block da als Check, als Zwischencheckpoint und der da hinten dauerhaft draußen, weil das sonst ziemlich arg schwer ist. Schaut mal. Mit der Zeit, wo sie draußen sind, ja, der da bleibt irgendwie dauerhaft draußen, auch wenn man den gar nicht aktiviert hat. Das weiß ich nicht, wieso das so ist. Aber es ist mir eigentlich auch gerade egal. Weil das ist sonst zu schwer. Ach komm. Ich hasse Jump. Nee, ich hasse Jump-Runs eigentlich nicht, weil ich kann sie gut. Aber wenn. Ja, ich erkläre das jetzt zum zehntausendsten Mal. Mann, Mann, komm. Gut. Ich erkläre jetzt zum zehntausendsten Mal, dass ich nicht Jump-Runs. Lol. Naja, dass ich halt keine Jump-Runs machen kann, wenn ein Aufnahmeprogramm läuft. Deshalb werde ich Jump-Runs hier wohl größtenteils überspringen. Ich habe ja den Mod dafür. Ich habe ja auch Single-Player-Comments. Gibt's ja neuestens für die. Na, was heißt neuestens? Ey, komm! Verarscht mich doch. Das habe ich nicht gern, wenn man mich verarscht. Nee, nee, habe ich nicht gern. Doch, habe ich eigentlich gern, aber irgendwann ist Schluss. Okay, jetzt ist Schluss. Sorry, wenn ich das die ganze Zeit überspringe, aber ich schaff's normalerweise aber eben mit Fraps im Hintergrund. Schaffe ich das nicht. Wieso ist der Block da draußen? Keine Ahnung. Interessiert mich gerade nicht. Okay, also Jump'n'Runs werden ein paar Mal probiert und dann überflogen. So läuft das jetzt. Endlich weg hier. Sand ist nicht ein Ding. Oder etwa doch? Nein. Weiter geht's. Auf jeden Fall findest du dich in ein paar verwitterten Gang wieder. Yeah. Gut. Hier ist Soul Sand. Und wir können unsere Obsidians speichern. Dann geht's hier in den Jump-Run-Raum. Viele meiner Trailer zeigen diesen Raum hier. Also die Trailer, die ich schon auf YouTube hochgeladen habe. Die habe ich da auf Misazunzi hochgeladen. Fast alle, die zeigen, oder ganz alle, glaube ich sogar, die zeigen diesen Raum. Mit den Jumps. Ey, komm! Das Scheißspiel stellt mich hier total als Jump'n'Run-Loser dar. Wenn ich aufnehme. Nein, wenn ich aufnehme, bin ich es ja auch. Aber sonst nicht. Ich hoffe, glaub mir das. Okay, kommen wir jetzt ein bisschen skillen. Yeah, Skill! Skill, Mann! Okay. Jetzt reicht es irgendwie. Irgendwann ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Bam! Bam, bam! Benehme ich mich gerade irgendwie kindisch? Ich glaub schon. Ich höre mal auf damit. So, ich halte jetzt mal meine Klappe, bis ich das ja geschafft habe. Was ich sowieso nicht schaffen werde, beides. Ich werde es nicht schaffen, meine Klappe zu halten und ich werde es nicht schaffen. Und ich werde das Jump'n'Run nicht schaffen. Ich frage mich, wie die Leute, die meine Map hier aufnehmen, das Zeug hinbekommen.
wenn es der Map-Ersteller nicht mal selbst hinbekommt. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel, ehrlich gesagt, weil bei denen müsste es doch eigentlich genauso laggen. Oder schreibt man in die Kommentare auf, wie viele Frames pro Sekunde das man einstellen soll, um eine gute, wow, Spielqualität zu erreichen. Weil mit 60 funktioniert es irgendwie nicht. Mit 120 habe ich es auch schon probiert. Geht zwar auch ein bisschen gut, endlich. Ging ja nur 10 Millionen Jahre. Und ich habe noch was vergessen. Nämlich sollte man von dem Block hier aus hier rüber auf diese Wand springen. Und dann kann man sich hier zwei Obsidians krallen. Das zeige ich jetzt einfach mal. Ich möchte ja in diesem Let's Play oder was das sein soll, auch zeigen, wo die ganzen Sachen versteckt sind. Und wenn ich die jetzt nicht, wenn ich das jetzt nicht hole, dann übersehen es die meisten. Dann beklagen sie sich, dass ich nicht alles gezeigt habe. Ist ja so. Ja, ist so. Es gibt auch so ein Pokémon, das heißt Isso. Isso, Mann. Glaub's mir endlich. Ey. Ich bin so schlecht. Okay, bin ich eigentlich nicht. Aber ich will jetzt nicht 10.000 Mal die gleiche Geschichte erzählen. Von jetzt an werde ich Jump'n'Runs einfach im Creative von da aus wieder machen, wo ich abgestürzt bin. Okay. Ist zwar irgendwie ein bisschen gegen die Regeln, aber interessiert mich nicht. Komm man, jeder Sprung hier funktioniert, auch mit Aufnahmeprogramm. Seht ihr? Gut, jetzt verkacke ich noch den hier. Ne, mache ich nicht. Gut. Jetzt hier drüber. Und wieder zwei Obsidian nehmen. Und wieder in den normalen Modus gehen. Und wir haben den einen Teil geschafft. Oh, ich sollte mal wieder aufhören, sonst übertreibe ich es wieder mal mit wie lange das ich aufnehmen darf. Gut, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Grashalm-Tut.